Pressekonferenzen einberufen nach Saisonende und ohne den Trainer bedeuten selten etwas Gutes. Fortuna Düsseldorf macht da keine Ausnahme. Der Absteiger trennt sich, wie erwartet, von Trainer Norbert Meyer. Einvernehmlich heißt es offiziell. Dabei ging es nicht primär unter dem Leitgedanken, wir sind abgestiegen und deshalb muss es Entscheidungen geben. Wobei genau genommen Entscheidung muss es geben. Nämlich es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder eine Zusammenarbeit fortzuführen oder zu einer Erkenntnis zu kommen, dass sie nicht fortzuführen ist. Nach zwei Aufstiegen ein Abstieg zu viel. Meyer führte die Fortuna innerhalb von 4 Jahren von der dritten in die erste Liga. Man kann das, was wir mit Norbert Meyer in den letzten Jahren an Erfolg erreicht haben, kaum wiederholen. Das ist ein, auch in meiner langjährigen Erfahrung, ein einmaliger Vorgang, wie wir von der dritten Liga mit den Möglichkeiten, die zur Verfügung standen, uns nach sportlich nach oben gebracht haben. Das gestörte Verhältnis von Meyer zu einem Großteil der Mannschaft war den Verantwortlichen nicht verborgen geblieben. Der Trainer hatte am Ende der desaströsen Rückrunde nur noch wenige Fürsprecher. Fakt ist, dass Fortuna Düsseldorf im Winter 21 Punkte hatte. Und dass wir damit leben müssen, dass wir in der Rückrunde als Tabellenletzter der Rückrunde abgeschmiert sind. Meyers Nachfolger kann die Fortuna noch nicht präsentieren. Heißester Kandidat Mike Büskens, der gebürtige Düsseldorfer, hat noch einen engen Kontakt zum Verein.